Was machst du hier? Nein, Emma, raus! Was? Nein, nein! Du kommst. Nein, du sagst mir nicht, ich gehe raus. Emma, geh, was machst du hier? Sag mal, spinnst du? Willst du mich verarschen? Willst du mich komplett verarschen? Du sagst mir doch, dass du mich liebst und dass du sie total ekelhaft und unattraktiv findest und mit ihr im Bett gar nichts mehr läuft. Willst du nicht reingehen? Ich muss eh ins Bad. Ja, scheint was Wichtiges zu sein. Das ist die Arbeit. Scheiße. Am Tag vorher war alles noch gut. Klar, ich habe ihm gesagt, dass ich diese Dreiergeschichte nicht möchte. Aber, ey, wir hatten danach noch echt einen geilen Nachmittag mit gutem Sex und ja, dann meldet er sich nicht. Kommt nicht nach Hause, geht nicht an die Anrufe dran. Ich check's nicht, war ja wirklich so angepisst, dass ich das mit dem Dreier nicht möchte. Etwa so mit zur Schule kommen? Schule. Scheiße, scheiße, ich hab voll. Ey, ich hab voll vercheckt. Scheiße, ich bin voll spät. Aber jetzt mal ganz schnell, ne? Scheiße, ich dachte, ja. Es ist schon spät, meine Liebe. Ah, Mann. Scheiße, scheiße, scheiße. Also nicht böse gemeint, ne? Aber du siehst total fertig aus. Da warst du doch gestern noch so gut drauf. Oder hattest du wieder Stress mit Daniel? Und ist Daniel überhaupt hier? Nee, um ehrlich zu sein, Daniel ist nicht hier. Der hat im Büro geschlafen und ist nicht erreichbar und nichts. Im Büro geschlafen? Ja. Ich glaube, ich rufe ihn einfach mal an. Nee. Das bringt doch nichts, Lass es einfach, wirklich. Also, der hat also im Büro geschlafen. Ja. Und du bist dir zu 100% sicher, dass er das wirklich hat und das ganz allein? Ja, ganz sicher. Guck mal, ich weiß, worauf du hinaus willst. Aber nein, wir hatten gestern noch richtig, richtig guten Sex. Und der würde. Der würde niemals was mit irgendwem anders haben. So, weißt du, der hätte am liebsten die ganze Zeit weitergemacht. Fertig. Der ist kein Lustmolch. Oder so. Okay. Naja, ich meine ja nur, ich finde es ein bisschen sehr merkwürdig, dass der im Büro schläft, ne? Und das kurz nach dieser Sache mit dem Dreier, den du ihm nicht geben wolltest. Das hat nichts zu. Hey Emma, kannst du heute später in die Schule gehen? Wir müssen dringend reden, in keiner Stunde zu Hause. Was heißt das? Es tut mir leid, meine Liebe, aber das hört sich ein bisschen nach Schluss machen an. Nein, wir lieben uns. Das. Ja. Nein, wir lieben uns wirklich. Das. Das mag ja sein, aber das hört sich ein bisschen schlecht an. Aber hey, egal was jetzt kommt. So oder so, du kannst dich jederzeit bei mir melden. Ich muss nämlich leider los zur Schule. Aber du weißt sowieso, wenn irgendwas ist, ruf mich direkt an. Mein Handy ist hier. Ich lasse das sogar extra für dich laut. Aber wenn ich Ärger bekomme, ist es deine Schuld. Aber ich mache noch alles, okay? Ja. Aber ich muss jetzt los. Ich komme auch nicht mit, hätte sie ja wahrscheinlich denken können. Deswegen versuche ich das doch gar nicht erst. Ich kenne dich doch mittlerweile schon. Okay. Du kennst den Weg zur Tür. Ja, wir sehen uns dann später. Ciao. Eigentlich wusste ich ja, dass dieses "Wir müssen dringend reden" nie was Gutes bedeutet. Aber ich wusste auch, dass Dani mich über alles liebt. Und er würde niemals mit mir Schluss machen. Wir waren so in love. Also, es musste eine andere Erklärung dafür geben.
Nur welche? Hey, Schatz. Hey. Hi. Krieg ich einen Kuss? Kannst du mir mal bitte sagen, was los ist, Mann? Du hast dich nicht gemeldet, hast im Büro geschlafen, gehst nicht an dein Telefon, einfach gar nichts. Warum? Warum? Ich verstehe es nicht. Und dann noch diese bescheuerte Nachricht. Was soll das? Es tut mir wahnsinnig leid, aber... Aber? Ich mache Schluss. Ich sehne uns beiden einfach keine Zukunft mehr. Nein. Nein. Guck mal. Das, warum? Weil ich diesen Dreier nicht wollte? Oder was ist der Grund dafür? Ich sehe keinen Grund. Damit hat es wirklich nichts zu tun. Und du hast auch nichts falsch gemacht. Mir ist einfach klar geworden, dass ich dich nicht genug liebe. Ich meine, vielleicht hat das auch was mit dem Altersunterschied zu tun. Du gehst ja auch immer noch zur Schule. Du hast aber einfach einen Mann verdient, der dich über alles liebt. Nur bin ich das einfach nicht. Auch für mich war diese Erkenntnis echt schwierig. Ich habe die ganze Nacht drüber nachgedacht. Aber ich bin zu dem Entschluss gekommen, dass es das Beste für uns beide ist. Deshalb. Ja. Du brauchst dazu auch nichts sagen. Meine Entscheidung steht fest. Vertrau mir, es ist wirklich das Bessere für dich. Ich muss jetzt auch zur Arbeit. Wenn ich wiederkomme, sind deine Sachen gepackt und du bist verschwunden. Bitte, ich will hier auch kein Teenie-Drama. Lass uns das einfach wie erwachsene Menschen zu Ende bringen. Okay? Hast du mich verstanden? Tausendmal versucht, dich zu erreichen. Ich dachte, du willst nur eine Stunde schwänzen und nicht den ganzen Tag. Aber wenn du weiter so machst, kriegst du irgendwann Probleme mit der Schule. Emma, was ist los? Wie ist das Gespräch mit Daniel verlaufen? Total beschissen. Oh. Daniel hat... ist alles beendet. Nein. Emma, komm her. Ach, Mann. Ich kann es einfach nicht verstehen. Ich verstehe es nicht. Der meinte, ich soll bis heute Abend meine Sachen gepackt haben. Mhm. Aber ich. Dann. Wollte er nichts mehr von mir hören. Oh Mann, Emma, das tut mir so leid, ne? Wirklich. Dich so zu sehen ist gar nicht schön, aber. Vielleicht ist es das Beste so. Vor allem, nachdem du so oft wegen ihm gelitten hast. Nein. Das ist nicht. Ich liebe ihn. Ich will das auch mit ihm und. Keine Ahnung, du verstehst es nicht. Du hattest sowas ja noch nie. Guck mal, hey, ich verstehe dich, aber weißt du, was ich eher glaube? Ich glaube, du hast dich eher in so eine schöne, süße Version von Daniel verliebt, die aber wirklich offensichtlich nichts mit den wahren Daniel zu tun hat. Nein. Kim, das ist Quatsch. Das ist wirklich Quatsch. Ich liebe ihn und ich weiß, dass es mit ihm was Echtes ist. Und ich will das mit ihm. Ich kann mir mit ihm alles vorstellen. Wirklich alles. Ist mein Traum, mit ihm alt zu werden. So. Aber Emma, bitte mach dich nicht zur Idiotin vor dem. Mach dich doch nicht. Der will ein Dreier mit dir. Und du sagst ihm, du willst das nicht. Und daraufhin macht er mit dir Schluss? Was ein Arschloch ist das? Jetzt mal ganz ehrlich. Er ist es überhaupt nicht wert, um ihn zu kämpfen. Überhaupt nicht. Kim, du verstehst es nicht, okay? Und ich werde um ihn kämpfen, ob du das willst oder nicht. Ja? Und das hat auch nichts damit zu tun. Das verstehst du? Bitte, Emma, check doch endlich, dass der keinen Bock auf dich hat. Lass dich nicht so von dem erniedrigen. Der hat dich einfach so rausgeschmissen. Kim, er erniedrigt mich nicht. Er macht Schluss mit dir, weil du keinen Dreier mit ihm willst und schmeißt dich raus? Kim, ich muss einfach nochmal mit ihm reden, okay? Und das klären.
Okay, und wenn du das nicht verstehen kannst, ja, dann kann ich auf dich verzichten. Dann kann ich ganz gut ohne dich leben. Dann war das der letzte Tag, wo wir beide miteinander befreundet sind. Lass mich jetzt abholen. Sofort! Mach die Tür auf! Emma, was machst du hier? Nein, Emma, raus! Was? Nein, nein! Du kommst. Nein, du sagst mir nicht, ich gehe raus. Emma, geh, was machst du hier? Sag mal, stimmst du? Willst du mich verarschen? Willst du mich komplett verarschen? Du sagst mir doch, dass du mich liebst und dass du sie total ekelhaft und unattraktiv findest und mit ihr im Bett gar nichts mehr läuft. Glaub mir kein Wort. Du bist doch irre. Sag mal, was ist das für ein Auftritt hier? Spinnst du vollkommen oder was? Denkst du, Anastasia weiß nicht, dass wir eine Affäre hatten? Denkst du, sie weiß das nicht? Ich habe ihr alles erzählt. Und ich habe auch erzählt, dass ich Schluss gemacht habe und dass ich dich nie wiedersehen will. Nie wieder. Und das ist es, worauf du nicht klarkommst. Nein. Du solltest dich mal dran gewöhnen. Weißt du was? Weiß Anastasia denn auch, dass du gestern noch einen Dreier mit mir und einer anderen Frau haben wolltest, den ich abgelehnt habe, weil ich das nicht möchte? Ich glaub ihr kein Wort. Das ist so typisch, Emma, wieder diese Psychoaktion hier. Emma. Nee. Emma, Psychoaktion. Das muss aufhören. Das muss aufhören. Nee, du hast mich gestern noch in den Arm genommen, mir gesagt, wie sehr du mich liebst. Dass du nur mich liebst. Ey, ich war das kann auch alles nicht genug? Mehr, Emma. Hast du mich die ganze Zeit nur verarscht? Geh jetzt einfach. Die ganze Zeit verarscht? Komm darauf klar, dass ich nichts von dir will. Und dass du einfach nur eine unbedeutende Affäre warst. Und jetzt zieh Leine. Du hast genug angerichtet. Er hat recht. Du, guck dich doch mal an. Du führst dich total irre auf. Ich fühle mich irre. Geh jetzt einfach. Geh, lass uns in Ruhe. Emma. Nein! Nein! Emma, du gehst nein. jetzt. Wegen dir habe ich meine ganze Familie verloren. Meine Freunde, alles, weil ich dich in Schutz genommen habe und gesagt habe, dass du nicht lügst. Das reicht. Du gehst jetzt einfach. Lass es einfach, Daniel! Mann. Es reicht, Emma. Geh nach Hause, Mann. Guck dich doch mal an. Was stimmt denn eigentlich nicht mit dir? Mir wurde einfach zum ersten Mal so richtig klar, was für ein Arschloch Daniel doch ist. Der hat mich die ganze Zeit von vorne bis hin komplett verarscht. Und alle haben es mir gesagt, alle. Mama, Papa, Max, Kim und auch Elif. Und was mache ich? Ich stoße sie einfach alle von mir, weil ich eine scheiß rosarote Brille auf hatte. Ich wollte es einfach nicht sehen. Ich hatte mich so geschämt. Ey, wie kriegt man das? Alter Falter. Hier ist ja nichts mehr zusammen. Vielleicht irgendwie eine Linksprobe. Ach, die eine. Man wird Glück, dass die Packung nicht ganz aufgegangen ist. Ich mach dir einen geilen Leckmann. Oh ja, dann bist du ja gestärkt. Ja. Weil du brauchst du nicht mehr. Als ich meine Eltern mit Max da so happy, so gut gelaunt gesehen habe, wäre ich ihnen am liebsten in die Arme gefallen. Aber ich konnte es nicht. Allein dieses Wissen, dass sie Mitleid mit mir haben und sich denken, was ist das für ein dummes, naives Mädchen, hatte ich nicht ertragen. Hallo? Kim, kannst du mir kurz zuhören? Mann, es tut mir total leid. Das war total scheiße, wie ich mit dir geredet habe. Und das, obwohl ihr alle die ganze Zeit recht hattet. Ihr hattet die ganze Zeit recht und ich wollte es einfach nicht hören. Ich wollte es nicht wahrhaben. Und es tut mir leid. Nein, wir müssen ja als Freundin wichtig. Sehr wichtig. Ey, Mann. Um ehrlich zu sein, ich habe keine Ahnung, wo ich hin soll. Deswegen kann ich vielleicht zu dir. Ich konnte einfach nicht nach Hause. Weil ich mich einfach so sehr dafür geschämt habe, dass ich
so scheiße zu meinen Eltern war. Mann, und das alles wegen Daniel. Meine Eltern hatten die ganze Zeit recht und ich hab's einfach nicht gesehen. Ich hab keine Ahnung, wie ich auf Daniel reinfallen konnte. Keine Ahnung, Mann. Das Schlimmste war, die Beziehung zu Daniel hat die Beziehung zu meinen Eltern zerstört. Ich hatte kein Zuhause mehr. Was soll die Scheiße? Guck mal, ganz im Ernst, ich bin wirklich enttäuscht mit dem Scheiß. Warte mal, gib mir die Pille zurück hier. Lass sie. Jetzt geht es um meine Schwester. Du machst alles absichtlich kaputt. Absichtlich. Nein. Ja, und du bist auch indirekt daran nicht schuld, dass sie im Krankenhaus liegt. Mann, ich weiß selber, dass das alles total scheiße von mir war. Ich bin auch so nett und süß, sexy. Wo ist Paula? Sag's mir bitte! Wo ist Paula? Die ist abgehauen! Die hat dich mit Michelle gesehen, ja?